Ja, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Eternium Part 13 mit mir, dem Interfox. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt wieder Juwelen, Leute. Und ja, heute befassen wir uns mit der Prüfung 3, würde ich sagen. Also nicht lange gequatscht, sondern let's go! Prüfung 3. Die Prüfung des Sandes. Die antiken Städte Eldarath sind zu Sand zerfallen und Ragadams Schergen hausen in ihren Ruinen. Zerstöre ihre Armee, um ihren Anführer herbeizurufen. Dies werden wir auf jeden Fall nun tun. Und zwar sofort. Let's go! Wir sollen einfach nur hier ein paar Schergen besiegen. Boah, okay, die sind schon etwas stärker. Ich mach kaum Schaden. Oh, okay. Ja, Level 30, ne? Also, sind ein bisschen über meinem Level drüber, aber nicht schlimm. Passt wohl. Leute, und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert. By the way, gehen Grüße raus an Sevenhike, an Kiwi und wieder mal an den guten Aki, der sich die Videos hier anschaut und fachmännisch für mich bewertet, was ich selber sehr gut finde. So, okay. Wunderbar. Wir killen erstmal alles hier. Und ja, ich denke, damit hätten wir es dann auch gleich bestimmt schon geschafft. No, 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 no. Oh, ho, ho. Mein Gott, die Gegner sind diesmal aber auch zäh, Leute. Aber wir killen alles, ja. Mein Gott, kein Problem. Rennen wir mal weiter hier in der Sandwüste herum. Ich finde, die Terrans sind echt... Also es gibt so viele verschiedene Terrans, die wir jetzt auch noch nicht gesehen haben. Mondoberfläche und sowas alles, ne? Also muss man ja schon sagen, es gibt sehr viele Terrans. Markus hat Level 24 erreicht, finde ich super. So, und Robin, keine Ahnung, wie weit Robin eigentlich ist, keine Ahnung. Egal, wir machen uns jetzt als Krieger Level 26 weiter auf den Weg, um hier alles auszulöschen. Hoffentlich schaffen wir die Prüfung. Wäre schade, wenn wir jetzt mal eine Mission nicht schaffen würden, aufgrund von Zeit oder so. Joa. Deswegen, ich hoffe, euch gefällt die Serie immer noch super. Wir sind jetzt schon echt mit Part 13, haben wir schon ein Stück geschafft an der Stelle. Und ja, mein Gott, das nimmt ja auch kein Ende mit den Gegnern. Also, ihr seht es ja, ne? Also hier, mein Gott, die Gegner tauchen auf, es nimmt kein Ende. So, euch nehme ich mit, euch nehme ich auch mit. Oh, sie machen mir tatsächlich sogar Schaden ein bisschen. Das finde ich natürlich nicht gut. Deswegen löschen wir mal schnell hier alles aus. Wie viele sind das denn? So. So. Also die Leute, es läuft. Ja, wir löschen langsam aus hier, aber es gibt hier Juwelen und Äpfel und alles. Und die Gegner sind auf lange Sicht gesehen auch kein Problem für uns.
halt, es dauert gerade noch ein bisschen länger. Ich mache mir eher Sorgen um den Boss. Weil ich meine, wir haben 5 Minuten, wir haben den Boss immer noch nicht getroffen. Und zwar, das müsste ja dieser Ragadam sein, was auch immer das für ein Dämon ist. Das werden wir herausfinden. Aber zuvor zerstören wir hier alles. Und ja. Ich hoffe auch, dass alle von euch bei bester Gesundheit sind. Ich bin selbst natürlich auch, sonst würde ich keine Videos drehen, weil. Ne, das ist halt, wenn es mir nicht gut geht, gesundheitlich, dann werde ich tatsächlich versuchen, das einzustellen mit den Videos so lange. Weil, was bringt es euch, wenn ihr mich halt kaum versteht? Irgendwie. Oh, hier. Oh, mein Gott, also jetzt läuft's hier. Oh. Mein Gott, die sind auch echt hartnäckig hier, ne? Mein Gott. Das hat jetzt aber auch ein bisschen gedauert. Oh, ich habe aber dafür Level 27 erreicht. Wunderbar. Jetzt killen wir die und gleich sollte der Boss auch schon auftauchen. Elban, das ist der Boss, Alter. Er saugt mir das Leben aus. Ich bin tot. Oh, weg, 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 weg. Oh mein Gott. Oh, shit, Alter. Alter, wie der drauf ist, ey. Guck mal, oh, weg. 3, 2. Oh mein Gott. So, Alter, jetzt. Boah, der. Okay, das ist sehr, sehr anstrengend. Der ist richtig anstrengend, Leute. Lasst mich in Ruhe. Oh mein Gott, der soll mich so in Ruhe lassen, ey. Sag nicht den. Da nicht, dachte ich jetzt. Der Digga, der Typ hat sich komplett regeneriert, wollte mich verarschen. Alter! Der Typ ist ja Ober-OP. Leute, ich bezweifle, dass wir den besiegen können. Mein Gott, der ist ja. Also. Der ist ja mega OP. Weg da, weg da, weg da. Oh mein Gott. Okay, das ist der krasseste Kampf, den ich bisher hatte. Erstmal aus dem Weg rennen hier.
Alter. Boah, mein Gott. Oh Gott. Shit. Oh mein Gott, wir haben ihn besiegt. Oh Gott. Alter. 34 Sekunden hatten wir noch. Mein Gott, das war ja wahr. Alter, Leute, ich muss ja echt sagen, das war jetzt der heftigste Kampf, den wir bisher hatten. Mein Gott. Wie oft bin ich gestorben? Zweimal? Aber wir haben die dritte Prüfung abgeschlossen. Und, ja, was haben wir bekommen? Interessant. Auch sehr interessant. Und wir haben Juwelen bekommen. Ja, natürlich fusionieren wir das alles selbst. Ungefähr. Endlich. So, eine weitere Mission werden wir heute nicht mehr schaffen, deswegen lassen wir es, denke ich, noch dabei. Aber dennoch gucke ich mir selbstverständlich an, was der Händler zu bieten hat heute. Sieht nach nichts Gutem aus, sag ich mal. Joa. Gut, an der Stelle würde ich ja noch Schluss machen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer Interfox. Tschüss.